Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch wirklich? For real jetzt. Meine Nachbarskinder haben Spaß. Und ich lasse denen auch den Spaß. Also wenn ihr die im Hintergrund hört, das sind einfach nur Kinder, die wollen Spaß haben. Jeder von uns war mal ein Kind und hat es genossen, auf dem Trampolin im Innenhof zu springen. Manche von uns hatten vielleicht, so wie ich, hatten nicht nur einen Innenhof, wir hatten einen Garten, wo man weiter rausschauen konnte. Die armen Kinder sind hier gefangen im Innenhof. Deswegen, ich reg mich nicht darüber auf. Ich bin irgendwie ein neuer Mensch. Also habe ich heute so entschieden irgendwie. Ich glaube, ich bin jetzt anders. Ich bin jetzt nicht mehr so, wie ich war. Ich habe eine neue Era irgendwie gestartet. Checkt ihr? Habt ihr das auch manchmal? An manchen Tagen entscheidet man sich irgendwie dazu. Auf jeden Fall trinke ich hier aus meinem FC Union Becher. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist scheinbar Berlin. Es gibt einmal die Union und dann gibt es Hertha BSC, glaube ich. Ich glaube, das sind die zwei Berliner Mannschaften. Soll ich Smash or Pass mit den Spielen? Das machen wir die ganze Zeit bei den EM-Spielen. Immer wenn die am Anfang ihre Nationalhymne singen, machen wir mal Smash or Pass. Soll ich das mit denen spielen? Ich glaube, die sind alle Pass. Ich habe nichts gesagt. Aber ich habe immer Angst. Irgendwie sind Fans immer so aggressiv. Also man muss immer so Schiss haben, irgendwie, dass man nichts Falsches über deren Stars sagt. Sind das überhaupt Stars? Sind die reich? So for real. Haben die viel Geld? Ja, oder? Ich glaube schon. So, Leute. Spontan gehe ich jetzt irgendwie doch zu Class. Ich dachte heute eigentlich gehe ich nicht. Aber irgendwie gehe ich jetzt doch. Keine Ahnung, wie es halt immer ist. Ich hatte spontan irgendwie einfach Bock. Ich habe selber gerade noch Choreo in meinem Zimmer gemacht, weil ich teache morgen und Montag halt wieder Heels. Deswegen war ich so, komm, wird mal wieder Zeit für was Neues. Und irgendwie habe ich jetzt schon so die halbe Choreo. Und da war ich so, ach komm, scheiß drauf. Ganz fix, jetzt gehe ich auch noch Class. Ja, Leute, ich bin auf so einem Fashion Week Event heute. So, hier sieht man mich. Und ich bin halt alleine da. Ich kenne niemanden. Ich weiß nicht, ob ich jemanden mitbringen darf oder nicht. Deswegen bin ich halt alleine jetzt hingegangen. Und ich sehe schon, alle Leute sehen so nach Fashion Week aus. Und ich sehe halt so aus, wie ich halt aussehe. Naja. Hey, meine Süßen. Guten Morgen. Was geht ab bei euch? Also, gerade ist ja Fashion Week in Berlin. Und ich habe eigentlich nie an der Fashion Week irgendwie teilgenommen, ne? Also, ich habe manchmal so random Einladungen gehabt. Das Geilste war immer, ich habe immer von Lush eigentlich Fashion Week Einladungen bekommen. Dass wir uns so bei Lush ein paar Produkte und so aussuchen konnten. Und dann jedes Mal, wenn wir dort waren, waren die so, ja, ihr habt ja jetzt auch voll viel bestimmt zu tun auf der Fashion Week. Nix. Das ist das einzige Fashion Week Event, was wir hatten. Also Ilona und ich. Naja, dieses Jahr wurde ich dann auf ein paar Sachen eingeladen. Und heute ist das, worauf ich mich am meisten freue. Aber Leute, ich habe voll die Pickel bekommen. Ich krieg jetzt halt so in 2 Tagen oder so meine Tage und ich habe diesmal richtig so Hormonpickel am Kind. Das hatte ich schon länger nicht mehr. Ich fühle mich wieder wie ein Teenie. Ach so, genau, Leute. Ich war halt auf so einer Veranstaltung. Das war wie so eine, wie kann man das erklären? Wie so, auch so get ready before Fashion Week, wisst ihr? Also da gab es halt so verschiedene Stände und so weiter. Da konnte man so Gesichtsbehandlungen, Massagen und sowas bekommen. Und ich dachte halt, dass ich sowas kriege, weil als ich mich dafür angemeldet habe, konnte man auch so Sachen auswählen, die einen interessieren. Und ich wollte halt unbedingt so eine Lymphdrainage, Massage, irgendwie sowas wollte ich gerne haben. Und dann war ich da und dann war es so, ja, die Termine wurden halt schon vergeben. So konnte ich nicht mehr machen. Und dann gab es halt so verschiedene Stände und so. Aber Leute, ich bin halt normal, ne? Also ich bin halt kein Fashion Girl. Und deswegen bin ich da auch normal hingegangen. Ich war jetzt nicht so in dem krassesten Outfit, sondern halt in so einem normalen Outfit. Und die Blicke, die ich dort kassiert habe, weil das waren alles so Leute, wie erkläre ich das? So Leute, die irgendwie 2000, was haben wir für ein Jahr? 24. 2014 so in diesem Blogger-Style irgendwie hängen geblieben sind und so Ü30 schon sind und nicht mehr gecheckt haben, dass so Zeit vorangeht. Wisst ihr, die hatten so Hüte auf und so. Warum trägst du einen Hut? Aber so ein Hut, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mich da so fehl am Platz gefühlt. Außer, wisst ihr, wen ich immer sehe? Die Hübsche von TikTok. Und die Freundin, Binte heißt sie, glaube ich. Die sehe ich immer auf allen Events. Ich schwöre es euch, egal wo ich bin, die zwei sind auch da. Aber ich habe noch nie mit den beiden geredet, weil irgendwie kam es halt nie so dazu. Und ich will auch nicht so hingehen, hey, ich kenne euch von TikTok, ist auch so komisch. Aber ich habe das Gefühl, at this point sehen die mich und sind so, oh, die ist auch schon wieder hier. Weil so haben wir uns irgendwie gegenseitig angeguckt. Aber dann kommt es irgendwie nie zu einem Gespräch, weil ich halt nicht so... Ich glaube, nächstes Mal spreche ich die einfach an. Fertig. Dann überlege ich nicht mehr weiter. Naja, das waren die einzigen beiden sonst. Leute, ich hatte da nichts zu suchen. Also wirklich nichts. Das war auch alles irgendwie so... Da haben die so Gesichtsbehandlungen gemacht. Das war eher so Anti-Aging und so weiter. Ich meine, ich bin auch mittlerweile nicht mehr die Jüngste so. Ich glaube, manche Leute raten einem jetzt schon in meinem Alter so zu Anti-Aging-Zeug. Aber ich habe das Gefühl, das ist für mich noch ein bisschen zu früh alles. Ja, deswegen war das irgendwie ganz komisch. Also ich bin da hingegangen, habe mir alles so angeguckt. Boah, ich muss niesen.
Habe bei ein, zwei Ständen so nachgefragt, weil es mich wirklich interessiert hat. Ich war so, was gibt's hier überhaupt so? Habe ich nachgefragt, dann haben die waren auch alle ganz nett so bei den einzelnen Ständen so, haben die mir auch alles erklärt und so. Der Typ, der eine, da gab's irgendwie so Nahrungsergänzungsmittel, da hat er mir so ganz lange einen ganzen Bericht darüber erzählt, was das so macht. Honestly, er hat so lange geredet und irgendwie weiß ich jetzt trotzdem nicht, was das genau war. Das war trotzdem so ein Verjüngungsdrink. Aber es geht um irgendeinen Baustein in deinem Körper, der produziert wird, bis du 30 bist und dann hört's auf. Ist es Kollagen? Nee, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war das irgend so ein Drink, den man deswegen ab 30 trinken sollte. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein Fail, aber das war okay. Wisst ihr, das ist eh umsonst. Man kann da kurz hingehen, sich anschauen, okay, ist doch nichts für mich. Dann habe ich halt einen Kaffee getrunken und mir ein Wasser mitgenommen. Wo ist meine Wasserflasche? Das war nämlich so ein Fiji-Wasser. Jetzt fülle ich da die ganze Zeit Wasser rein und tue so, als ob ich Fiji-Wasser trinke. Bin dann halt nach Hause gegangen. Und gestern war dann halt noch eine Fashion-Show, die mich auch wirklich interessiert hat, weil es eine Marke war, die ich cool finde. Und da war ich so, boah, eigentlich nach dem Teachen schon anstrengend, da noch hinzufahren und so weiter. Ich hatte auch so Hunger. Ich saß dann da davor und hatte so Hunger. Naja, jedenfalls habe ich eine Stunde gewartet, weil ich halt niemanden kannte. War ich halt eher so hinten in der Schlange, weil ich wollte jetzt nicht so die ganze Zeit in dieser Menge stehen. Ich wusste halt nicht, wann es losgeht, wie lange die Leute da jetzt noch rumstehen. Ich stand da am Ende eine Stunde einfach, bis die angefangen haben, die Leute reinzulassen. Und dann hieß es plötzlich, ja, tut mir leid, free seating ist full. Die Person vor mir hat den letzten Sitzplatz bekommen. Dann waren die so, tut mir leid, können wir nichts machen. Und ich glaube, danach haben die Leute trotzdem noch reingelassen, aber dann Stehplätze. Aber irgendwie, in dieser Stunde, in der ich davor saß und gewartet habe, sind so viele krasse Leute reingekommen. Es waren gefühlt alle von GNTM da. Es war zum Beispiel auch Patti, also Shirin Davids Schwester war da. Alle möglichen Leute, also ich habe so viele gesehen. Und irgendwie hat mich das so hart verunsichert, weil ich sah halt normal aus und die hatten alle Outfits an, Leute. Das checkt ihr einfach nicht. Alle möglichen Looks gesehen und ich fand es so krass anzusehen, aber ich war halt so, ich habe hier nichts zu suchen. Das ist nicht meine Welt. Deswegen habe ich schon sowieso vorher so 17 Mal gezögert, ob ich einfach nach Hause gehen soll oder nicht. Aber ich war so, ich will es mir wenigstens mal anschauen, wenn ich schon hier bin. Und dann haben die für mich entschieden. Dann stand ich da einfach eine Stunde rum und bin gegangen. Ich habe auch nicht mal irgendwie gefragt, so, hey, kann ich vielleicht stehen oder so? Ich war so, kein Problem. Bin einfach auf der Stelle umgedreht und rausgegangen. Deswegen, Fashion Week bisher fragwürdig von meiner Seite. Aber heute wird geil, weil heute gehe ich auf die About You Fashion Show. Und die ist halt in Kollaboration mit verschiedenen Marken. Und ich wurde halt mit Nike eingeladen. Hey. Und das Geilste ist eigentlich auch daran, dass halt Freunde von mir dort in der Show mitmachen. Und da freue ich mich halt drauf, weil ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, es wird so ein bisschen wie Savage X Fenty sein oder so. Dass halt Leute tanzen die ganze Zeit und dann halt auch so Models mitlaufen und so weiter. Ja, und meine Freunde machen halt den Tanzpart und ich freue mich sehr drauf, das zu sehen. Also Nico ist zum Beispiel dabei. Ich freue mich so, Nico zu sehen. Das wird auf jeden Fall cool. Und heute ist halt alles so safe, wisst ihr, ich muss mir nicht irgendwie Gedanken machen, dass ich am Ende weggeschickt werde oder sowas. Heute steht alles. Das Einzige, was mich stresst, ist halt auch, dass ich ein Outfit brauche. Und ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Da werde ich ganz unruhig irgendwie, aber ja. So, jetzt gibt es erstmal Donuts. Die Mädels werden gestärkt. Warum bin ich immer am Essen in deinen Videos? Das ist einfach deine Natur. Hey, auf geht's mit den Mädels. Ey, rennt mir nicht weg. Die Mädels, ey, die hübschen einfach. Also machen wir ein Video. Ich war so, warum posiert sie so? Oh, zeig euch deine Nägel. Well, that's my nature. So geil, ey. Leute, 666 Nails. No bars. Aber hier geht's gleich rein. About You. Oh, man sieht's nicht. About You Fashion Circus. Also hier passiert auf jeden Fall ganz viel auf diesem Gelände. Hier gibt es 100.000 Alkoholstände und wir stehen bei der Pizza. Bei dem Ausgeburtsstand. Aber keine Ahnung, wie lange das dauert, bis man was bekommt, weil irgendwie bewegt sich hier irgendwie nichts. Ja, und daneben gibt es Necklaces. Necklaces. So ja, yeah, we will see, aber ich bin gespannt, ich freue mich auf die Show. Es geht erst in... Oh, es geht schon 40 Minuten los. Oh mein Gott, ihr habt ja ein bisschen mitbekommen, ihr habt ja ein bisschen gesehen.
Ich habe jetzt nicht so super viel gefilmt, wie immer. Aber ich war gestern auf der About You Fashion Show. Leute, also auf jeden Fall, liebe Freunde, es waren so viele Leute, die man irgendwie kennt dort. Es waren so viele Leute da, dass ich nicht mal alle Leute sehen konnte. Es waren, glaube ich, 1200 Besucher in diesem Zirkuszelt drin. Deswegen, ich habe es nicht mal geschafft, jede Person anzugucken. Aber wenn ich euch sage, dass meine gesamte TikTok For You Page dort da war, glaubt mir das. Also es war wirklich krass, egal wo ich hingeguckt habe, ich so, kenne ich von TikTok, kenne ich von TikTok, kenne ich von TikTok. Und natürlich alle von GNTM. Finde ich auch immer interessant, weil ich habe seit Jahren schon kein GNTM mehr geguckt. Ich habe jetzt halt von dieser Staffel ein bisschen mitbekommen, wer so dabei war. Aber so, ich habe das jetzt nicht geschaut, aber ich kenne halt die Leute. Jermaine und Frieda kannte ich halt schon so vorher von Social Media. Aber die waren zum Beispiel gar nicht da gestern. Aber es waren ganz viele andere Leute von GNTM von den ganzen Jahren. Es waren einfach auch Anna und Kat da. Und wenn ihr mich seit Jahren verfolgt, wisst ihr, dass ich die beiden halt auch schon seit Jahren kenne. Aber wir hatten halt gar keinen Kontakt die letzten Jahre. Und ich habe die auch wirklich jahrelang nicht mehr gesehen. Also ich habe die safe mindestens 5-6 Jahre oder so nicht gesehen. Und dann schaue ich Kat. Ich habe halt Kat als erstes gesehen und ich so, oh mein Gott. Und sie schaut mich auch an. Sie so, wir haben uns halt so kurz verwirrt angeguckt. Ich wusste halt direkt, dass sie es ist. Ich glaube, sie war eher ein bisschen verwirrt bei mir. Und da habe ich auch Anna gesehen. Die beiden direkt so, wie geht's dir? Wie geht's deiner Schwester? Wo ist deine Schwester? Warum ist deine Schwester nicht hier? So süß, die beiden. Also, ich schwöre es euch, diese ganzen Jahre, seitdem ich auf Social Media war, Anna und Kat waren immer die nettesten Influencer, die es meiner Meinung nach gibt. Also egal was passiert ist, egal wo wir waren, die authentischsten und nettesten, freundlichsten, nicht over the top freundlichsten, aber einfach normalen, nette Influencer einfach. Das war schon früher so und das habe ich auch gestern wieder gedacht. Ich war so, genau die sind es halt am Ende des Tages, wisst ihr? Irgendwie während ich so geredet habe, war ich so, oh mein Gott, irgendwie kann ich gerade nicht aufhören zu reden. Aber weil ich die so lange nicht gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ich muss gerade irgendwie alles loswerden. Ich hoffe, ich habe die nicht belästigt. Das war auf jeden Fall krass, wer da alles rumgelaufen ist. Stephanie Giesinger war mit ihrer Mama da. Die hatten einfach so einen Partnerlook an, das war so süß. Die Elevator Boys saßen vor mir. Und halt einfach alle möglichen Leute. Es war auch Loredana da mit ihrem Boyfriend. Ich habe die aber leider gar nicht gesehen. Wurde mir nur erzählt. Nee, wirklich, ich sag's euch, das war eine wilde Nummer. Und wenn es mir eine Sache gesagt hat, dieser Abend war es, dass ich endlich TikToks hochladen muss. Weil wer von denen war YouTuber? Das waren alles TikToker und Instagrammer. Aber vor allem TikToker. Oh, Leute, ich kann das nicht. Wie soll ich TikToken, ey? Ich muss es aber jetzt machen. Das war's. Ich muss jetzt einfach durchziehen und TikToks hochladen. Ja, heute geht's auf jeden Fall in die Adidas Fanzone. Ich habe mein Trikot bereit. Heute spielt Deutschland gegen Spanien. Freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und ich bin so arschmüde. Also ich habe irgendwie so 4 Stunden oder so geschlafen, weil danach war halt Aftershow-Party. Leute, aber ich muss sagen, wenn man so regelmäßig auf so Events geht und dort immer trinkt, gefährlich, finde ich, für so Influencer, die immer, keine Ahnung, immer auf so Events gehen. Es gibt immer free Drinks. Vor allem, es gab so viele Drinks gestern. Es gab alles Mögliche, alles, was du dir vorstellen konntest. Martini stand, da gab es auch Wodka. Espresso-Martini gab es. Es gab irgendwie so Rosé, es gab Tequila, also es gab irgendwie von jeder Alkoholmarke quasi einen Stand irgendwie. Ich war ja früher immer so, dass ich so nicht getrunken habe und dass ich dann eh immer raus war. Aber dadurch, dass ich wieder trinke und dann denke ich immer so, ah ja, komm. Finde ich irgendwie ein bisschen gefährlich, dass man dann irgendwie anfängt, so mehrmals die Woche Alkohol zu trinken. So ein bisschen drüber nachdenken, ob man das möchte. Ich habe ja eh die letzten Jahre jetzt nicht so viel für mein Gehirn gemacht, sondern habe eher, ne, gemacht, was ich wollte. Habe jetzt nicht so meine Gehirnzellen aktiviert. Und Alkohol, habe ich bei der Tagesschau gesehen, tötet halt schon Gehirnzellen ab, ne? Auch irreversibel. Weil zum Beispiel deine Leber regeneriert sich, wenn du aufhörst zu trinken. Aber die Gehirnzellen bleiben abgestorben. Ja, ich glaube, ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, ob ich das in Zukunft so weitermachen möchte. Ey, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so voll die Trinkerin geworden bin, aber es ist schon halt ein Unterschied, wenn ich immer früher halt gar nicht getrunken habe und jetzt schon so ab und zu mal bei irgendwelchen Events bin oder auf Geburtstagen und so. Und ich meine, manche Leute trinken eh immer, aber für mich halt irgendwie so diesen Unterschied zu beobachten, weiß nicht. Aber es macht halt auch Spaß, ne? Muss man schon sagen. Ich finde es schon lustig zu trinken, so mit meinen Freunden. Aber ja, Leute, KP muss jetzt TikToks posten. So anstrengend. YouTube ist so viel entspannter für mich persönlich. Also, sieht auch wahrscheinlich nicht jeder so. Weil manche sind halt das eine gewohnt und manche das andere. Ich habe jetzt halt jahrelang YouTube gemacht, deswegen ist das für mich halt so entspannt und normal irgendwie. Und für mich ist halt TikTok irgendwie voll anstrengend. Aber ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg für alles irgendwie, ne? So, ich freue mich auf jeden Fall auf Fanzone heute. Meine ganzen Freunde kommen. Also Sammy, Ainoa, Chucky, Naomi, Hedy. Alle meine Mädels.
Deswegen freue ich mich. Kommt noch irgendwer? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kommt noch jemand. Aber ich glaube nicht. Think that's about it. Und später feiert Nils ja noch Geburtstag. In der Bar, danach dem Spiel. Leute, es ist soweit. Meine nächsten drei Schienen, die ich noch habe, ich kriege bald wieder neue, aber meine Invisalign-Schienen, die letzte mit beiden Schienen, also oben und unten, danach ist es nur noch oben. Das heißt, das war es dann endlich mit den Gummis. Eine Woche nur noch, eine letzte Woche. Ja Leute, ich habe ab heute so ein Schulprojekt. Ich unterrichte in so einer Schule und da muss ich jetzt auch gleich los. 7.49 Uhr. War schon lange nicht mehr um solche Zeiten wach. Leute, ey, ich bin irgendwie ein bisschen wieder am Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich euch erzählt habe und was nicht. Vielleicht schneide ich erstmal diesen Vlog und dann sprechen wir uns, weil ich habe keine Ahnung, auf welchem Stand ihr seid. So, meine Süßen, da sind wir. Ich klinge irgendwie einfach krank. Ich weiß nicht, was es ist, weil es geht mir halt nicht gut, aber ich bin halt auch nicht krank, wisst ihr? Bisschen weird. Auf jeden Fall ist heute Dienstag. Heute war Tag 2 von dem Schulprojekt, was gestern angefangen ist. Das habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht. Da war ich 4 Tage in so einer Schule und habe halt unterrichtet. Gestern war Tag 1. Ich habe irgendwie so voll wenig geschlafen und ich habe irgendwie letztens, also die Nächte davor auch irgendwie schon voll schlecht geschlafen. Dann musste ich halt um 7 Uhr aufstehen und für viele ist das normal. Für mich ist das absolut keine normale Zeit aufzustehen. Und dann hatte ich halt dieses Schulprojekt. Ich hatte danach, also ich war danach müde wie ein Hund. Wirklich, ich bin nach Hause gekommen, hab genappt. Aber ich musste abends noch unterrichten, deswegen habe ich jetzt nicht so lange geschlafen. Aber eigentlich war es, ich glaube, ich bin sogar ohne Wecker von mir alleine aufgewacht. Aber ich hatte so einen starken Kopfschmerz, als ich erwacht bin. Dann musste ich halt noch teachen, habe 2 Classes geteacht, immer noch mit Kopfschmerzen. Bin nach Hause gegangen, immer noch Kopfschmerzen. Egal wie viel Wasser ich getrunken habe, ist einfach nicht weggegangen. Dann habe ich geschlafen, habe wieder nur so, es war okay, aber ich habe so 6 bis 7 Stunden oder so geschlafen. Morgens aufgewacht, wieder Kopfschmerzen. Normalerweise, wenn ich Kopfschmerzen habe und schlafe, sind die danach weg. Aufgewacht, immer noch da. Ich so... Heute war Tag 2, war eigentlich viel besser, weil irgendwie gestern musste ich erstmal so überhaupt so checken, wie die Mädels so drauf sind. Also es sind halt verschiedene Gruppen und es sind verschiedene Teacher da. Jeder macht halt was anderes mit seiner Gruppe. Ich habe halt nur süße Mädels abbekommen. Da war ich schon sehr dankbar, weil manche von denen haben halt leider so Gruppen, wo so Jungs drin sind, die keinen Bock drauf haben, weil es ist halt so wie so eine Projektwoche bei denen in der Schule. Und die müssen halt alle tanzen. Und ja, wenn man halt ein Teenie ist, findet man halt manche Sachen einfach blöd und peinlich und keine Ahnung. Und Jungs sind da leider so, dass die halt Tanzen ganz blöd finden. Ich habe nur Mädels abbekommen, deswegen mir geht's gut, Leute. Mir geht's gut, die sind alle süß. Da ist auch eine dabei, die damals schon bei dem ersten Projekt bei mir da damals dabei war. Ja, deswegen eigentlich alles gut, aber ich musste gestern erstmal so ein bisschen herausfinden, so auf welchem Stand sind die überhaupt. Weil ich vergesse immer, dass Leute, die nicht tanzen, halt wirklich nicht tanzen können, wisst ihr? Dass man halt wirklich so von null anfangen muss. Weil selbst wenn ich in der Dies zum Beispiel so Beginner-Classes teache, das sind ja meistens Leute, die schon mal vorher getanzt haben. Die sind vielleicht Beginner, aber die haben ein bisschen Erfahrung, haben ein bisschen schon Steps gelernt. Da waren welche dabei, also manche konnten halt gar nichts. So gar nicht wertend gemeint oder so, aber das musste ich halt erstmal so verstehen. Ich war so, stimmt. Manche Leute haben einfach noch nie getanzt. Ja, das habe ich dann erstmal gecheckt so und heute habe ich dann so 2 Choreos mit denen gemacht. Morgen mache ich dann genau das gleiche nochmal. Ich habe halt erst so überlegt, ich war die ganze Zeit so, was mache ich für Choreo mit denen? Jetzt habe ich mir so überlegt, dass ich eher so Bilder mit denen stelle. Also zum Beispiel, klar sind da auch so Steps und so weiter, aber ich versuche, dass es so ein bisschen einfach cooler aussieht mit weniger Arbeit und weniger Choreo an sich. Wisst ihr, zum Beispiel heben wir einmal so ein Mädchen hoch, drehen sie so einmal und dann wird sie wieder runtergelassen und so weiter. Ja, deswegen, es soll halt einfach nur Spaß machen. Und morgen ist halt quasi so der letzte Tag, um Choreo und so weiter, also diese Performance einzustudieren. Und am Donnerstag ist dann nur noch Performance. Da wird nur noch geübt, ein bisschen Feinschliff und so weiter. Und dann
stellen wir das vor. Ich weiß gar nicht, wer die Zuschauer sind, ob es Eltern sind, die kommen oder sonst wer. Habe ich jetzt selber auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, die wissen das auch selber irgendwie nicht so ganz. Manche Sachen sind ein bisschen unklar. Aber ja, am Donnerstag wird dann einfach vorgestellt und dann war's das. Aber Leute, einfach heute auch bin ich wieder nach Hause gekommen, müde, immer noch mit diesen Kopfschmerzen. Habe mich schlafen gelegt, habe wieder Nap gemacht. Eigentlich sind die Kopfschmerzen weg, aber so ein bisschen spüre ich es noch, dass hier so Druck drauf ist. Aber ich habe halt irgendwie nicht mehr so diesen Kopfschmerz wirklich, den ich vorher hatte. Aber ich klinge halt so komisch. Also meine Stimme ist halt einfach weg. Ich weiß halt nicht, ob das vom Reden kommt. Wisst ihr, weil ich halt schon viel so erklären muss natürlich und so weiter und viel so einzähle und keine Ahnung was und schon meine Stimme lauter benutzen muss. Da habe ich ja gestern auch noch geteacht. Vielleicht liegt es daran. Ja, auf jeden Fall habe ich dann morgen wieder morgens das Projekt. Abends unterrichte ich. Donnerstag morgens das Schulprojekt und dann abends haben wir Rehearsal. Weil am Samstag ist Showcase von der Flying Steps Academy und ich mache bei der Show von Chucky mit und es ist an meinem Geburtstag, 13.07. am Samstag, mein B-Day und ich stehe auf der Bühne. So habe ich mir meinen Geburtstag verdient, auf der Bühne zu stehen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf alles, aber irgendwie bin ich auch so, gestern war ich übertrieben stressed und war irgendwie so, kennt ihr, wenn ihr einfach im Bett liegt und ihr seid einfach gestresst, ihr wisst, es sind irgendwie so viele Sachen, die irgendwie noch anstehen und vor euch sind. Und irgendwie wisst ihr so gar nicht, was abgeht. Und so habe ich mich halt gestern gefühlt. Und es hat, boah, nee, ich war einfach überfordert mit allem. Aber irgendwie geht es mir jetzt wieder besser. Ich glaube, ich gehe auch gleich kurz einkaufen, kaufe mir was zum Abendessen. Dann mache ich mir was Leckeres zu essen. Und dann wird nur noch entspannt. Ich muss noch kurz ein bisschen Choreo machen, weil ich mache morgen Teil 2 quasi mit den Mädels. Aber das Ding ist, heute habe ich denen einfach so einen Song gespielt und ich habe denen so den ersten Schritt gegeben. Danach sollten die mir halt Schritte vorschlagen und das hat voll gut funktioniert. Ich musste fast gar nichts machen. Ich war nur so, ja, ich will, wer hat eine Idee? Ja, wer hat noch eine Idee? Ja, muss das einfach nur zusammenbauen und schauen, dass es Sinn ergibt. Ja, und das hat alles voll gut geklappt. Deswegen, also vielleicht überlege ich mir so ein bisschen so eine Grundidee noch für morgen für den zweiten Part. Und sonst lasse ich die das selber machen. Also, die sind alle voll motiviert und haben Bock, deswegen so müde einfach. Ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist oder so, aber es sind irgendwie alle meine Sachen gleichzeitig leer geworden. Also ich habe so viel aufgebraucht. Ich habe eine Aufgebraucht-Bag für euch. Ich hatte irgendwie so jeden Tag 2 Sachen, die leer gegangen sind. Deswegen habe ich hier so eine Whole-Ass-Bag mit Sachen, die ich euch vorstelle und sage, wie ich die fand und ob ich die nachkaufen würde oder nicht. Als erstes von Isana. Isana Argan 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion. Leute, erst einmal, ich habe eine Obsession mit so Duschschaum. Ich liebe das von Rituals, diesen Duschschaum. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, kauft mir diesen Rituals Duschschaum. Ich liebe das. Und das ist halt so eine günstige Variante dazu, weil dieses Rituals-Ding ist schon teuer. Das gibt es halt einfach bei Rossmann. Und das riecht auch so lecker und man riecht es danach auch noch später auf seiner Haut. Und ich liebe das, wenn Sachen halt so mit Bodylotion in einem sind, weil es fühlt sich halt nicht an wie Bodylotion, aber irgendwie ist einfach die Konsistenz und so davon viel geiler. Deswegen get into it. Dann ist mein Parfum leer gegangen. Ist doch noch ein Spritzer drin, oder? Nee, kommt nichts mehr raus. Das ist mein Lieblingsparfüm. Das ist Zara Red Temptation. Das ist ein Dupe zu Baccarat Rouge. Und das ist einfach mein Lieblingsparfum seit... Seit wann benutze ich das? 1,5 Jahren oder so. So lange schon? Ich glaube ja. Ich glaube, so lange benutze ich das schon. Ja, ich liebe das sehr. Ich habe noch ein anderes. Ist noch nicht ganz leer, aber ich zeig euch das. Das hat mir eine Freundin geschenkt. Das ist halt Swiss Arabian Garam. Ebenfalls Baccarat Rouge Dupe. Die riechen nicht 1:1 gleich, aber schon sehr ähnlich. Ich finde halt diese Flasche so schön. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Wahrscheinlich online gekauft. Aber ja, da sind zum Glück noch ein paar Spritzer drin. Das reicht mir noch. Für die nächste Zeit, danach muss ich mir noch ein neues holen. Es gibt auch eins von DM und von Rossmann. Das riecht auch wie Baccarat Rouge. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber das ist so ein Flakon. So sieht der aus. Und dann ist da wie so ein kompletter roter Sticker drüber. Kabel. Denke ich, werde ich mir als nächstes holen. Einfach um es auszuprobieren. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht. Ich habe das nicht ganz benutzt. Aber das hat Jessie hier gelassen. Weil nachdem sie hier gewohnt hat, war halt nur noch so ein bisschen drin. Und sie war so, ey, willst du das haben? Deswegen habe ich es mal ausprobiert. Und Shea Moisture ist halt voll so die beliebte Marke unter Leuten, die Locken und Wellen haben. Leute, das ist echt gut, muss ich schon sagen. Ich habe dieses Coconut and Hibiscus Curl and Shine Shampoo. Und es macht schon einen Unterschied. Also ich dachte mir immer so, keine Ahnung, Shampoo muss ja nur sauber machen an sich. Aber es hat schon einen Unterschied gemacht. Also ich denke, das werde ich mir mal nachkaufen. Jetzt noch nicht, weil ich habe irgendwie noch so viel Shampoo. Aber irgendwann, wenn ich dann welches brauche, hole ich mir das nach. Weil erstens roch das auch richtig geil. Ich bin halt so ein Opfer für so Düfte. Und ich fand es einfach richtig gut, aber ich glaube, es ist schon teuer, gell? Kann mir jemand schenken. Spaß.
noch ein Produkt von Shea Moisture, genau das gleiche. Da hatte sie halt auch nur noch so ein bisschen drin. Das Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Leave-In Conditioner. Das heißt, immer wenn ich meine Haare gewaschen habe oder die nass gemacht habe, habe ich das dann in die nassen Haare reingegeben. Und ich fand das auch richtig gut. Deswegen muss ich, glaube ich, mir dann ein paar Shea Moisture Sachen holen. Bonus Size, das ist eine größere. Das roch halt auch richtig lecker und hat einfach die Haare echt gut gepflegt, weil ich finde, es ist halt schon geil, wenn so Produkte die Wellen halt schön machen. Aber doppelt gut ist halt, wenn es die Haare gut pflegt und deine Wellen halt dann schön aussehen. Es war halt eher so 2 in 1, deswegen, ja. Ich benutze halt ganz oft Sachen von Cantu, aber ich finde, die sind nicht so gut pflegend für die Haare. Also die sind danach irgendwie manchmal so ein bisschen crispy und so. Deswegen, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich von Cantu umsteigen. Also ich habe halt das hier aktuell. Das finde ich schon ein bisschen besser, weil das ist so eine andere Reihe von Cantu. Das ist Avocado Hydrating Hair Milk. Und das ist nicht so klebrig wie deren andere Produkte, weil ich finde, die anderen sind schon manchmal so ein bisschen sticky irgendwie. Das habe ich das Gefühl, ist ein bisschen pflegender, aber noch nicht so ideal. Wisst ihr, ist noch nicht so das mein Produkt, würde ich sagen. Dann Mario Badescu Spray habe ich einmal leer gemacht. Ich habe davon noch so viele, weil meine Schwester hat mir einmal so ein Set geschenkt. Deswegen, ich habe da ein paar Flaschen von. Ich habe mal wieder eine Flasche leer gemacht. Ich benutze es halt immer, um meine Sommersprossenmischung anzumischen. Also ich benutze es eigentlich selten so auf dem Gesicht, sondern eigentlich nur so. Dann mache ich meine Sommersprossen und dann sprenkle ich mir die drauf. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, Leute. Anastasia Beverly Hills Cream Bronzer. Benutze ich auch jetzt so seit 3 Jahren oder so. Ich habe da 2 von. Auch gut, das zu öffnen, um zu zeigen. Ich habe es komplett leer gemacht. Das ist die Farbe Amber und dann habe ich noch die Farbe irgendwas mit C. Nicht Cream, nicht Coconut. Caramel. Habe ich Caramel? Ja, das ist die Farbe Caramel. Das hier ist halt Amber. Das war so ein bisschen heller, würde ich sagen. Das hier ist ein bisschen dunkler und ein bisschen orangestichiger, aber jetzt im Sommer kann ich das auf jeden Fall auch tragen. Aber ich glaube, für den Winter werde ich mir das hier wiederholen, weil, Leute, das ist halt einfach für mich das perfekte Bronzing-Produkt, weil es halt erst einmal perfekt für meine Hautfarbe ist. Also ich finde, Karamell geht jetzt, wie gesagt, im Sommer, weil ich ein bisschen braun geworden bin. Aber im Winter ist das hier halt so nicht aschig und nicht orange, wisst ihr, sondern halt genau dazwischen. Deswegen werde ich mir das safe nachholen. Dann Body Conditioner von Lush. Leute, ich liebe diesen Duft. Also dieser Rosenduft von Lush. Oh, riecht so lecker. Das war halt Body Conditioner. Irgendwie habe ich es die ganze Zeit in der Dusche benutzt. Irgendwie dachte ich, glaube ich, das wäre ein In-Dusch Body Lotion. Deswegen hatte ich das immer in der Dusche. Und dann, nachdem ich mich geduscht habe, habe ich das in der Dusche immer schon aufgetragen. Aber ich glaube, das war einfach eine ganz normale Body Lotion. Ich habe da halt noch eine von, aber in einer anderen Duftrichtung. Aber ich liebe diese Rosendüfte. Das riecht so gut. Also manche Sachen von Lush wirklich. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von Shea Deo Creme. Fand ich nicht gut. Das Zitronengras und grüner Tee. Ich habe irgendwie, also das riecht schon ganz gut, aber es hält halt meistens nicht so lang. Es hat halt eigentlich nicht so gut gewirkt, wisst ihr? Jetzt benutze ich immer von Wolkenseifen. Deo Creme finde ich perfekt. Das hier war eher so, das konnte man benutzen, wenn man schon morgens Deo aufgetragen hat und dann nochmal so aufgefrischt sein wollte oder so, wisst ihr? Dann konnte man das mal machen, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Balea Reinigungsöl benutze ich jeden Tag, um mich abzuschminken. Ist mein persönliches Holy Grail. Weil dann brauche ich auch nichts anderes. Wisst ihr, ich trage nur das Reinigungsöl auf. Wasche ab, trockne ab, fertig, bin dann. Das war meine Reinigungsroutine. Manche Leute benutzen halt noch ein Waschgel oder so, aber ich will halt meine Haut immer nicht überstrapazieren, weil ich das Gefühl habe, manchmal ist es ein bisschen zu viel, wenn man zu viel reinigt. Sanozon Sonnenfluiden für allergische Haut, Mallorca Akne und Sonnenallergie. Für Gesicht und Dekolleté. Mein persönlicher Lieblingsgesichtssonnenschutz. Ich habe jetzt so ein ähnliches Ding von DM gefunden. Es ist auch 50+, ultrasensitiv, Sonnenfluid, bei zu Allergien neigender Haut, geeignet bei Neigung zu Mallorca-Akne und Sonnenallergie. Steht genau das gleiche drauf, nur das hier ist halt Rossmann gewesen und das hier ist DM. Ist auch eigentlich beides gleich gut. Ja, aber ich finde es irgendwie voll lustig, dass die so Mallorca-Akne draufschreiben. Als wäre das so ein Ding. Oh, ich habe Mallorca-Akne. Ja, aber ich habe das halt auch ein bisschen, dass manchmal, wenn ich im Urlaub bin und Sonnencreme im Gesicht auftrage, dass ich Pickelchen davon bekomme. Das passiert zum Glück bei dieser Creme nicht. Dann habe ich einen Augenbrauenstift leer gemacht. Aktuell mag ich wieder am liebsten so welche, wo an der einen Seite so eine Bürste ist. Und an der anderen Seite kann man halt den Augenbrauenstift so rausschieben einfach. Für mich aktuell die besten Augenbrauenstifte. Und das war von Catrice. Ich fand den jetzt nicht perfekt. Also es ist jetzt nicht der beste, den es gibt. Aber so für Drogerie ist es auf jeden Fall in Ordnung, so für den Preis. Aber jetzt habe ich einen von Max Factor, glaube ich. Den finde ich besser. So, dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht. Leute, irgendwie finde ich einfach nicht die ideale Zahnpasta. Weil ich benutze einfach die von
DM, so einmal diese Kräuter, aktuell benutze ich wieder antibakteriell, ist halt so das gleiche, nur so ein bisschen schärfer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt entweder so welche, die so super mild sind, so wie die hier, oder es gibt welche, wo du dir gefühlt den Mund damit verbrennst. Und ich hasse das, wenn dein Mund so, also wenn die Zahnpasta so spicy ist, dass dein Mund brennt danach, nach dem Zähneputzen. Deswegen benutze ich nicht diese super scharfen, aber ich finde auch irgendwie keine, die mehr hat als das, wisst ihr? Also irgendwie gibt es nur diese zwei Extremen. Also wenn ihr eine Zahnpasta-Empfehlung habt, schreibt mir gerne. Dann habe ich einen Kiko-Concealer leer gemacht. Das war halt irgend so eine Limited Edition. Da war so ein Schwamm drauf, den fand ich ganz blöd. Der Concealer war richtig gut. Der war, hatte auch ein richtig gutes so Color Match für mich. Aber ist halt leider eine Limited Edition. Leer. Hier sind noch ein paar Make-up-Produkte. Was habe ich hier noch? Hier ist ein Deckel. Dann habe ich noch einen Augenbrauenstift leer gemacht. Der war von e.l.f. Fand ich auch richtig gut eigentlich. Fand ich auch besser als den von Catrice. Irgendwie, ich habe das Gefühl, der Catrice war ein bisschen zu stark. Wisst ihr? Da musste man voll vorsichtig sein. Musste man voll wenig auftragen. Dann das hier. Was ist das nochmal? Gotta Be Augenbrauen-Gel und Edges-Gel. Also für Edges, finde ich, ging das gar nicht, weil dafür war es viel zu schwach. Für Augenbrauen war es voll okay. Aber ich glaube, das ist irgendwie noch eine alte Rezeptur oder so. Ich glaube, die haben die Rezeptur geändert. Dann habe ich eine Mascara von Essence leer gemacht. War okay, ich benutze halt eh so Mascara, irgendeine. Aber diese Verpackung ist halt irgendwann so abgeblättert. Das fand ich nervig, weil dann hatte ich überall diese Fetzen hängen. Und dann habe ich von Tower 28 goldene Glitzer Lipgloss leer gemacht. Fand ich richtig gut. Ist halt irgendwie so eine Special Marke, die gibt es hier nicht einfach zu kaufen. Vielleicht kann man so bei ASOS oder so bestellen. Leute, ich kriege einfach wieder Kopfschmerzen. Ich glaub's nicht. Was ist das? Oh, naja. Okay, das war's. Das war mein Aufgebraucht. Ich bin schon ganz gespannt, was ich das nächste Mal alles aufbrauche. Oh, ich habe was vergessen. Leute, Rare Beauty Liquid Blush. Ich habe das geliebt, Leute. Das ist die Farbe Believe. Das war halt eine kleine Probe. Also das ist nicht mal so eine große Flasche. Und das hat mir echt lange gehalten. Von brauchte man schon nicht so super viel. Das heißt, es hat ewig eigentlich gehalten. Fand ich richtig gut. Aber ich glaube, wir kaufen keine Rare Beauty, ne? Ich glaube, das sind Israel-Supporter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Zum Glück gibt es mittlerweile mehrere Liquid Blushes. Die Marken haben es gecheckt. Das wird gerade gebraucht, deswegen kann man auch auf andere Marken zurückgreifen. So, ihr Süßen, ich war gerade einkaufen. Deswegen gibt es einen kleinen Haul und vielleicht einen Taste-Test, je nachdem. Leute, ich habe dieses Twister-Eis gekauft. Das habe ich nämlich letztens irgendwann im Späti gekauft und ich fand es so lecker. Deswegen habe ich mir eine ganze Packung geholt. Das knall ich mir jetzt erstmal in die Tiefkühltruhe, weil es ist voll warm draußen. Ich chill halt so die ganze Zeit drin. Ich habe nicht mal gemerkt, dass wir draußen 31 Grad haben. Dann gab es wieder ein paar vegane Sachen bei Lidl und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Es gibt einmal so veganer Gemüseburger. Ding ist, so Gemüseburger echt nicht so das Beste der Welt, aber irgendwie war ich so, komm, ich muss ja supporten. Ich bin ja ehemalige Veganerin, ich muss ja mich darum kümmern auch, dass meine Brüder und Schwestern genug Essen bekommen. Deswegen, und hier gibt es noch so einen Falafelburger mit veganer Burgersoße. Das Ding ist, da ist halt immer nichts drauf, wisst ihr? Das ist einfach nur Brötchen mit einer Bulette. Hier ist wenigstens so eine Soße dabei. Beim Gemüseburger ist auch eine Soße dabei. Ja, werde ich gleich mit euch probieren. Vegane Knipse mit Kokosmilch sind so Schokobons. Will ich direkt mal probieren, weil vegane Schokolade, Leute, gibt es wenige wirklich gute, bin ich ehrlich. Ja, ist halt immer so okay. Schmeckt voll nach Kokosmilch. Ganz doll irgendwie. Ja, bin ich jetzt semi begeistert, aber ist okay. Da habe ich ein Brötchen zum Frühstück gekauft. Eiweißbrot. So eine vegane Aufschnitt. Was voll so real aussieht. Das will ich probieren. Das mit so Curryrand. Leute, das sieht ja wohl so echt aus irgendwie. Deswegen will ich einfach mal so eine Scheibe mir hier rausholen. Und die probieren. Oh, nö. Was habe ich denn jetzt gemacht? Leute, guck mal. Das hat sogar so diese Färbung und so wie richtige Wurst. Mhm. Schmeckt lecker. Sehr salzig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, richtige Wurst schmeckt auch so salzig. Stimmt auf dem Brot ganz geil. Mit so Käse, Frischkäse irgendwie so auf Eiweißbrot. Stelle ich mir lecker vor. So einen Quarkriegel habe ich mir geholt. Aber es ist halt High Protein. Keine Ahnung, dachte ich mir, vielleicht habe ich mal irgendwann die Tage Bock drauf. Und eine Milka Oreo. Das ist meine Lieblingsschokolade. Nach diesem Fail, meiner Meinung nach, will ich erstmal ein ordentliches Stück Schokolade. Sorry Leute, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt, ich stand lange hinter den Veganern. Ich hab's mir schön geredet, aber hier ist mein Falafelburger aus der Mikrowelle. Wow, das sieht doch toll aus. Ich mache jetzt hier die Soße drauf, die dabei ist. Und dann habe ich noch ein bisschen Tomate und Gurke geschnitten. Das kommt dann da auch noch drauf. Okay. Einmal mal mit Finger verteilen. Gut, dass ihr das nicht seht. Soße schmeckt schon mal lecker. Zwei Tomätchenscheiben und ein paar Gurkenscheiben kommen auch noch drauf.
Guck mal. Sieht ja wohl okay aus, oder? Ist nur gerade ein bisschen heiß, den anzufassen. Hä? Was sind da so knusprig? Ich sag mal so, für so einen Mikrowellenburger kann man sich da echt nicht beschweren. Ich mache jetzt noch ein bisschen extra Dip drauf, weil ich finde, es reicht mir nicht so ganz. Bin ja ein Fan von ordentlich Soße, vor allem auf Burgern. So, Nummer 2 habe ich direkt schon aufgepeppt mit Dip, mit Ketchup, Tomate, Gurke, Cheddar habe ich noch ein bisschen dran gemacht, weil... Leute, es ist halt nur ein Mikrowellenburger. Man kann sich nicht beschweren, aber es schmeckt halt einfach läsch. Und ich mag das, wenn mein Essen ein bisschen mehr peppert. Schmeckt, finde ich, besser als der Falafelburger. Irgendwie finde ich, Falafel hat auf Burger nichts zu suchen. Packt es in Döner. Warum muss es auf Burger sein? Jetzt esse ich noch ganz glücklich mein Twister-Eis, weil das schmeckt viel besser als jeder Burger. Die Burger waren beide so 4 von 10, vielleicht 3 von 10. Also wirklich läsch. So, meine Süßen, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin immer noch müde und habe Kopfschmerzen. Ich hoffe, es geht euch besser. Das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.